Hockey O'Clock. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Große Karrieren gehören gewürdigt und das soll natürlich auch bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ein Fixpunkt sein. Es freut mich außerordentlich, dass er sich Zeit für den Podcast nimmt. Es ist für mich einer der überraschenderen Rücktritte, eines der überraschenderen Karriereenden der jüngeren Vergangenheit und dementsprechend ist es umso besser, ihn zum Ende dieser Podcast-Staffel noch einmal ausführlich hören zu dürfen. Es ist niemand geringerer als der ehemalige Kapitän der Spuse Vienna Capitals. Es ist Mario Fischer. Und Mario, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für den Podcast nimmst, dass du dem Podcast die Aufwartung machst. Vielen Dank für die Einladung. Mario, ich habe es angesprochen, zumindest ist es mir so gegangen, als während der Finalserie dann die Presseaussendung gekommen ist, Mario Fischer hat seinen Rücktritt erklärt, hat mich das sehr auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin mir sicher, dass das auch der eine oder andere Person in Eishockey Österreich so gegangen ist. Wann war für dich klar, das war es jetzt? Schwer zum Sagen. Auf jeden Fall das ganze Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, aber das allererste Mal ist das Thema eben gekommen, wo man angefangen hat zum Überdenken, zum Überlegen, ja, die große Tochter, die hat ihre Pflicht ja dann im Kindergarten und meine Frau ist Tierärztin, ist selbstständig und die ist in der Woche 320, 350 Kilometer gependelt mit beiden Kindern und wir haben uns eben Montag bis Mittwoch nicht gesehen. Am Donnerstag, Mittwochabend oder Donnerstagmittag nach dem Kindergarten ist meine Frau mit den Kindern nach Wien gekommen und am Sonntag am Abend wieder zurück in die Steiermark gefahren. Und ich habe halt dann jeden freien Tag, den wir hatten, bin ich in die Steiermark gefahren. Und ja, war natürlich viel Zeit ohne Kinder, ohne Frau. Und die Sache war halt auch, ich will mir nicht in ein paar Jahren oder mal vorwerfen müssen, dass ich zu wenig Zeit für meine Kinder hatte. Jetzt ist diese Entscheidung für jedermann schwierig und natürlich auch jeder Frau im Eishockey-Business. Wann war es fix und wie ist dieser Prozess vonstatten gegangen? Es hat sich ja schon abgezeichnet, deine Frau viel unterwegs, du viel weg, man hat zu wenig Zeit. Gab es da einklärendes Gespräch, wo man einmal am Abend beim Essen zusammengehockt ist und gesagt hat, so, das war's jetzt, der Papa wird die Eishockey-Stiefel an den Nagel hängen? Oder waren das mehrere Gespräche? War das ein einmaliger Moment? Oder war diese Rücktrittsentscheidung ein Prozess? Gute Frage. Nur ein Gespräch hat es nicht gegeben. Es ist immer auch wieder aufgekommen. Es waren auch die freien Tage, die ich hatte. Es waren nicht allzu viele, aber die ich hatte. Da haben mich meine Kinder schon wissen lassen, dass Papa, warum fährst du jetzt? Und Papa, kannst du mich nicht morgen in den Kindergarten bringen und Papa, kannst du mich nicht abholen? Und meistens war das dann so, wenn ich Montag frei hatte, Sonntag eben ein frühes Spiel, bin ich meistens nach dem Spiel noch in die Steiermark gefahren, ist nicht allzu weit, es sind eine Stunde 20. Dann eben am nächsten Tag die Kinder in den Kindergarten gebracht, abgeholt und am Abend bin ich dann wieder nach Wien gefahren, weil ich eben nicht mit dem Risiko leben wollte, dass ich in der Früh auf der Tangentenweg Weg rein nach Wien stehen muss. Und am Abend war das immer so, hat es mir schon ein paar Mal die Tränen rausgedrückt, weil wenn sie die Kinder am Fuß klammern und sagen, Papa, fahr nicht. Und das war dann schlussendlich ein Prozess und was halt Kinder nicht verstehen, ist
wir haben in der Nähe gleich einen Fußballplatz. Und meine Tochter hat zu mir gesagt einmal, du Papa, warum musst du so weit zum Eishockey spielen fahren? Wir haben da drüben einen Fußballplatz, du kannst ja Fußball spielen. Er hat gesagt, Mäuschen, Papa hat zwei Linke und das wird wohl nichts. Also, na, es sind, kommen da schon witzige Gedanken von den Kindern und, aber ich habe sie immer wieder gefragt, und ob sie sich sicher ist, ob sie versteht, dass der Papa jetzt aufhört, dass er nicht mehr spielt und ob er nicht doch noch spielen soll irgendwie. Ja, Das ist aber aber sie war gemein, da so recht irgendwie eindeutig. so Zweifel sehen bei den Kindern, ja. Na, aber sie hat so ziemlich eindeutig verstanden, um was da geht. Und ja, deswegen auch sicher eine große Entscheidung. Aber wie gesagt, wir haben gewusst, dass das Jahr kommt mit dem Pflichtjahr und dann Schule, und das Pendeln geht nicht. Außerdem war in meinem Hinterkopf immer, meine Frau fährt jetzt gerade nach Wien, und ja, ist auch nicht so lustig, wenn man weiß, die Frau sitzt da in der Woche 320 Kilometer im Auto, und die Ungewissheit einfach, jetzt kommt es gut an, ich habe vielleicht gerade zu der Zeit ein Spiel, und ja, das auch irgendwie ein Risiko, was mitspielt. Es gab diesen Prozess, und gerade weil du das auch mit den Kindern angesprochen hast, die einen natürlich nicht gehen lassen wollen. Ich glaube, du sprichst da vielen, vielen Dutzend, wenn nicht sogar Hunderten Eishockey-Profis, die natürlich auch Familie haben, die natürlich auch Kinder haben, die natürlich auch dann lange Auswärtsfahrten vor sich haben, vor allem in den Playoffs dann noch hochgetaktet. Aus der Seele, da kann einem das Herz natürlich auch schon zerspringen, wenn man in zwei oder mehrere Kinderaugenpaare blickt und sich dann denkt, ist es das wirklich? Das hast du aber angesprochen, es waren mehrere Gespräche, gab so dann den finalen Punkt, wo das beschlossen war, wo du auch gewusst hast, ich habe jetzt noch diese Saison und werde die noch absolvieren, oder ist die finale Entscheidung erst nach dem Saison ausgefallen? Naja, gesagt habe ich es eigentlich niemandem. Ne? Ich wollte meine Saison so spielen. Ich wollte die Chance wahren auf vielleicht einen möglichen Meistertitel natürlich. Ja, es war der Punkt dann einfach, ich bin in jede Partie reingegangen und ich habe gewusst, das kann mein letzter sein. Also wahr wollte ich es nicht haben. Ich wusste es irgendwie, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Es ist sehr schwierig zu erklären, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nächstes Jahr nicht um 7 aufstehe, was Frühstück in die Eishalle fahre und trainiere, aufs Eis gehe. Das sind halt so Sachen, die sind irgendwie noch fern und mit denen man irgendwie jeden Tag ja, überlege ich schon hin und wieder und denke mir, eigentlich nicht real, dass ich demnächst wieder einen normalen Job beginne und eben nicht in die Halle fahre und das mache, was ich mein Leben lang richtig gern gemacht habe. Und ich sage immer, ich habe Glück gehabt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und aber schlussendlich ist es so, ob es jetzt ist oder ich noch ein Jahr spiele, die Entscheidung wird nicht leichter. Jetzt ist dieses Rücktrittsthema ein hochkomplexes, und ihr hast es da auch in der Wunde zu bohren, die eigentlich noch so frisch ist. Aber weil du gesagt hast, dass du gewusst hast, das könnte jetzt die letzte Partie sein, die du für die Spuse Vienna Capitals und generell dann auch in deiner Karriere absolvierst. Inwieweit war das dann auch im Hinterkopf während eines Spiels oder vor eines Spiels, nach eines Spiels, begleitet? Hat man das irgendwann wegschieben können, gerade weil Eishockey-Profis dann irgendwann auch im Tunnel sind? Oder war das schon mit drinnen in der Serie gegen Bozen oder auch in der Viertelfinalserie, dass du da gedacht hast, wenn das jetzt mein gegen Fehér war, was einer der beeindruckenderen Sweeps der jüngeren Vergangenheit? Aber dass man da in Spiel 1 geht und sich denkt, wenn das jetzt eine falsche Dynamik annimmt, dann ist es das Aus im Viertelfinale. Ja, ich habe schon ziemliches
Vertrauen in unsere Mannschaft gehabt und ja, auch jetzt im Nachhinein gegen Bozen muss ich auch ehrlich sagen, nach der ersten Partie habe ich so gedacht, boah, heute haben wir am Deckel gekriegt, aber die Serie können wir nicht verlieren. Und ja, viele, ich glaube, die Leute, die Serie gesehen haben, haben gesehen, dass wir viel zu viel Gegentore bekommen haben, die eigentlich wir eingeleitet haben, wir die Fehler gemacht haben und Bozen hat es clever gespielt und hat die ausgenutzt. Aber ich bin von zu Hause weggefahren und habe das gewusst, dass es meine letzte Partie sein könnte, aber in die Partie rein war das komplett ausgeblendet. Ich habe die Spiele genießen können, ich habe alles geben können und kann mir in dem Sinn nichts vorwerfen. Ne? In der Serie gegen Bozen eine sehr hitzig geführte von beiden Seiten, wo es dann auch Suspendierungen gegeben hat, auch auf beiden Seiten. Hat dich eine getroffen nach der Szene, nach dem Check gegen Danek Adeneji, wo du vom Department of Player Safety für 2 Spiele gesperrt worden bist. Insofern 2 Spiele weniger, die du noch genießen konntest, wie du gesagt hast. Wie war das dann, als dich diese Nachricht, oder wie war erst einmal diese Szene gegen Danek Adeneji? Was die wenigsten verstehen, und es ist kontrovers diskutiert worden, und wir haben das auch intern diskutiert, Eishockey ist zu so einem unfassbaren Bang-Bang-Sport geworden, wo in Sekundenbruchteilen Dinge passieren, die Außenstehende nur schwer nachvollziehen können, die dann in der 10. Zeitlupe natürlich irgendwie aufgelöst werden und eine oder andere Partei schlecht aussehen lassen. Aber wie hast du diese Szene mit Adeneji erlebt? Ja, Scheibe geht ins Eck und Richtung Ecke. Und ich habe mal nicht gewusst, gegen wen ich ins Eck fahre. Im Nachhinein sehe ich, dass der natürlich deutlich kleiner ist. Es war, also ich habe die Szene selber gesehen dann und nicht böse, da hätte ich mich selber suspendiert. Also es schaut nicht schön aus. Es war nie und nimmer meine Absicht, dass ich da irgendwen verletze. Und ich bin heilfroh, dass da nichts passiert ist, weil ich glaube, wenn ich meine Karriere beende und ich will mir gar nicht ausmalen, was da alles passieren hätte können, ob jetzt Wirbelsäule oder sonst irgendwas, aber wenn der irgendwas Gröberes hat und nicht mehr so gespielt kann oder nicht nur nicht mehr so gespielt, aber vielleicht noch was Schlimmeres sein kann, mit dem Gewissen, mit dem muss ja ich leben und man sieht, wie schnell es gehen kann, wie gesagt, dass ich habe immer, glaube ich, recht hart gespielt und habe nie einen Körpereinsatz, ich habe es nicht gescheut, bin auf jeden Check draufgegangen, aber ich glaube, ich war ein fairer Spieler und ja, ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist. Ich bin in die Ecke gegangen. Er probiert einen Offensive Hit oder probiert den Speed zu absorbieren. Habe ich selber, wie ich damals noch Stürmer gespielt habe, öfters gemacht und ja, ich glaube, es war ein bisschen zu viel Speed in dem Eck und auch vielleicht der Abstand zur Bande einfach schlecht und schon sehr kritisch. Dann komme ich natürlich, ich probiere eigentlich zum Drücken und nicht jetzt deutlich einen Crosscheck zu geben. Und was mich gewundert hat, ist, er ist sehr leicht gefallen und zwar gar nicht so, dass ich sage, er ist absichtlich in die Bande taucht. Sondern ich habe mir die Szene so oft angeschaut und denke mir, ich habe nur probiert, Richtung Bande zu drücken, dass er selber so Richtung Bande ausfahren muss. Und ich glaube, ich habe mir die Szene 50 Mal angeschaut in Slow Motion. Und für mich war trotzdem, ich denke mir, dass er dort, wenn man auf den einen Eislaufschuh schaut, dass man sieht, dass er leicht verkantet. Und auf einmal hebt es ihn aus. Und ja, nichtsdestotrotz, es war schier, es hat nicht schön ausgeschaut und ich bin, wie gesagt, ich bin froh, das soll überhaupt keine Entschuldigung oder sonst irgendwas sein, aber ich bin froh, dass er sich nicht verletzt hat dort und dass die Szene so ausgegangen ist, dass er weiterspielen hat können. Und zu der Suspendierung, ja, das ist nicht, das hat der Top so entschieden, das ist in Ordnung und ich bin froh und natürlich war das in meinem Kopf auch drinnen, dass ich sage,
die zwei Spiele hätte mein Karriereende sein können, ne? Wenn wir dann nicht das Spiel gewinnen, dann wäre es mein letztes Spiel mit dem Check, hätte ich meine Karriere beendet und wäre auch nicht schön gewesen, aber so wäre es dann gewesen, ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Und allein die letzte Antwort zeigt schon, was du für ein großer Sportsmann bist. Und da sind wir eben wieder bei diesen Bang Bang Plays und dass man das natürlich auch so tiefgehend analysieren kann, was in wirklich diesen Split Seconds passiert. Das können ja nur die allerwenigsten nachvollziehen und nicht einmal all diejenigen, die ohnehin auf dem Eis stehen. Deswegen schon mal sehr cool, das von dir gehört zu haben. Aber weil du, wenn man so will, ganz knapp daran vorbeigekratzt bist, als Suspendierter auch ein Saisonende miterleben zu müssen und noch dieses eine Spiel 6 in der Halbfinalserie gegen Bozen bekommen hast. Wie bist du da für dich persönlich in die Partie gegangen? Wie hast du versucht als Kapitän die Mannschaft auch aufs Eis zu führen? Ja, wie jedes andere Spiel, um ehrlich zu sein, wir haben gewusst, um was geht und unser Fokus war, nochmal nach Bozen zu fahren und es hat schlussendlich nicht gereicht und wenn man sagt, über 7 Spiele oder 6 in dem Fall, ist ein schwerer Brocken gewesen, weil wir alle gedacht haben, dass wir uns mehr verdient hätten, aber ja, wir haben die Tore nicht geschossen und eben viel zu leicht Tore eingefangen. Das war ausschlaggebend. Bozen war sehr clever, hat hinten richtig, richtig gut dicht gemacht. Und ja, wir haben alles gegeben. Ich bin der Meinung, dass uns niemand Anfang Saison. Es hat sich niemand so viel von uns erwartet, wie was eigentlich rausgehört hat am Ende. Und bin überzeugt, wenn wir ein paar Fehler noch abgestellt hätten, hätte noch viel mehr rausschauen können. Aber es war eine junge Mannschaft und ich glaube, viele junge Spieler haben einen guten Schritt in die richtige Richtung machen können. Mit zur Saison als Ganzes und dann bei ein paar Dingen im Speziellen auch gleich noch nachhaken. Mich interessiert dann nur, wir haben jetzt dann doch eine gute Viertelstunde über das Retirement gesprochen, den Prozess, wie es dorthin gegangen ist und dann zappelt in der Overtime. Und das ist sowieso immer der klassische Münzwurf, wo es in beide Richtungen gehen kann. Der Puck durch die Deflection von Angelo Micheli auf einmal im Netz. Wie hast du diese Szene miterlebt und wann war dir klar, verdammt, das war's jetzt? Schwierig, wenn man die Situation seit Saisonende nicht angeschaut und ich bin überhaupt kein, ich schaue mir eigentlich nie Spiele an, natürlich Analysen in der Kabine mit Trainer und Mannschaft, aber ich bin jetzt keiner, der sich selber Eishockey-Spiele anschaut, vor allem von sich selbst und ja, in dem Moment haben wir natürlich nicht gewusst, war das regulär, war doch nicht und war schwierig, der Trainer geht schon übers Eis. Ja, das ist vielleicht ein Thema, wo ich nicht. Ja, es ist schwierig, der Trainer geht übers Eis und wir denken uns, hey, ja, nicht böse. Das Spiel ist noch nicht entschieden, der Schiedsrichter schauen sich gerade die Szene an und ja, ich kann wirklich nicht mehr sagen zu der Situation. Es war schwierig. Ja, wie gesagt, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut und es war natürlich nicht das Ende, wie wir es uns gewünscht haben. Was natürlich ein Stich in viele tausend Fanherzen der Wiener, die sich natürlich eine weitere Finalteilnahme erhofft hätten. Das ist schon angesprochen. Das ist ein Team, das die Erwartungen bei weitem übertroffen hat, mit vielen jungen, auch einheimischen Cracks, das sehr viele Sympathien gewinnen konnte.
Jetzt wird aber auch dann nach Video Review dieser Treffer als gültig anerkannt. Es ist amtlich. Die Caps sind leider draußen und von Bozen eliminiert worden. Wie waren so die Stunden nach der Partie? War das dann, oder hat da Enttäuschung die ganze Zeit dominiert, oder mit dem sich abzeichnenden Rücktritt deinerseits kam da auch sowas wie das Ende einer Last, die klassische Last, die von den Schultern fällt? Wie muss man sich oder musste man sich das vorstellen? Ja, es war eine Riesenenttäuschung. Wir sind zeitweise alle in der Kabine gesessen, hängende Köpfe und ein bisschen so Leere da gewesen. Ja, es ist schwierig, nachdem man so als Mannschaft zusammengewachsen ist über das Jahr, eben, wie wir schon gesagt haben, in so einer jungen Mannschaft, wenigen Ausländer, das man auch eigentlich sehr selten gehabt hat in Wien und überhaupt in der Liga, selten so wenige Ausländer zu haben. Und aber es war eine super Gemeinschaft und ja, es war ein langes Zusammensitzen mit den Burschen noch, und dort habe ich auch den Burschen dann gesagt, dass das war für mich. Und ja, das war halt dann, da war dann halt ein Bewusstwerden von, jetzt ist, das war's jetzt, ne? Es hat so ein paar Tage gedauert, bis auch die offizielle Pressemeldung dazu rausgegangen ist. Und jetzt sind solche Rücktritte auch immer Dinge oder Phasen, wo man dann auf einmal sehr geballt von Leuten nochmal Feedback bekommt und meistens auch zu hoffentlich einer großen Karriere gratuliert wird, wo es immens viele Reaktionen gibt. Was waren so die Reaktionen auf deinen Rücktritt? Ich habe es eingangs angesprochen, mich hat es sehr überrascht. Bin mir sicher, es wird auch anderen so gegangen sein. War Überraschung bei den allermeisten der Tenor, oder eben doch, weil du so ein Familienmensch bist, Verständnis allen voran? Naja, es haben die wenigsten gewusst, wie die familiäre Situation ist und dass eben dieses Pendeln und das Pflichtteil von meinen Kindern ansteht. Und sobald ich mich da erklärt gehabt habe, haben es die Leute verstanden. Hätte ich noch gern gespielt, ja. Ich hätte noch sehr gern gespielt. Ich habe mit dem Fraser geschrieben die letzte Woche auch, und da kommt es natürlich nochmal rauf und denkt man sehr, jetzt hängt es ja noch ein Jahr dran. Und ja, es ist halt viel Kopfkino und nach wie vor eine schwierige Entscheidung und ja, viel Zeit zum Überlegen, und ob es das Richtige war, oder in einem Leben von einem Eishockeyspieler spielen auch immer Verletzungen mit. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich habe auch zwei gröbere Verletzungen gehabt, und ich bin froh, dass ich aber meine Eishockey-Karriere relativ verletzungsfrei beenden habe können, und dass ich mit meinen Kindern und meiner Frau nächstes Jahr mal einen Skiurlaub mache. Und das sind so Sachen, man denkt, ich kann froh sein, gesund aus dem Sport rauszukommen, und viel schlimmer wäre es, wenn es nicht so ist, und ich kann da und dort nichts mit meinen Kindern machen, weil es eben, ja, weil das Knie kaputt ist oder die Hüfte. Und ja, da bin ich schon sehr dankbar, dass es so gekommen ist, und trotzdem schmerzhaft und schwierig, trotzdem der Abschied vom Eishockey. Das hast du schon angesprochen, Jamie Fraser, der vor ein paar Wochen, glaube mittlerweile eineinhalb Monate, auch an dieser Stelle zu Gast war, auch eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass es das für ihn war und dass er jetzt seine Feuerwehrmann-Ausbildung starten wird und dann doch den Rücktritt vom Rücktritt gewagt hat.
wer weiß, was alles passiert, aber auch weil du die andere Komponente angesprochen hast, Michael Grabner war ja vor ein paar Wochen beim NHL Matchday auf Puls 24 zu Gast und hat auch gesagt, dieses Opt-out in der NHL hat ihm so gut getan, weil das eigentlich nicht vorstellbar ist für normale Leute jetzt in Anführungszeichen, dass man 10 Jahre lang im Winter nichts machen kann, dass man 10 Jahre lang halt einfach von September bis April und in der National Hockey League dann auch noch länger gebunden ist und sich einfach nicht so Zeit nehmen kann, wie das normale Menschen können. Egal, was bei dir passiert, bin mir sicher, dass es gut werden wird. Wenn es zurück zum Eishockey geht in irgendeiner Form, dann freuen sich sicher viele. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es dir in der aktuellen Saison beziehungsweise in der aktuellen Phase so gut geht. Möchte aber trotzdem noch ein paar Worte über das vergangene Jahr verlieren, nachdem das für alle Beteiligten, ob der Spieler, Trainer, Athleten, Betreuer und auch Medienvertreterinnen, Medienvertreter der Fall war, ein durch die Pandemie geprägtes, dann zu großen Teilen ohne Zuseherinnen und Zuseher in den Hallen durchgeführtes Jahr. Wie strange, um jetzt an schwer packbaren Begriff zu verwenden, war diese vergangene Saison für dich, für die Mannschaft der Vienna Capitals? Ja, aufgrund der Fans, die nicht in der Halle erscheinen haben können, sehr komisch. Bei uns in der Halle war halt immer Bombenstimmung und vor allem in den Playoffs war es sehr ungewohnt, weil da eben die Emotionen nochmal hochgehen und die Unterstützung von Rängen ist und es war einfach so sehr, sehr leblos am Eis. Ist halt, ja, ganz, ganz eine neue Erfahrung in den Playoffs, so irgendwie unemotional. Das ist dann halt eine ziemliche Kopfsache, um sich dann noch motivieren musst, nicht großartig, du weißt, um was geht, aber es ist doch irgendwie so ein Kick, was da fehlt. In den Playoffs, wenn eben eine komplette Leere ist und kein Mucks und du hörst eigentlich nur die Spieler da draußen, wenn sie Scheibe wollen, oder? Es war eine komplett neue Erfahrung. Ich hoffe, dass bald wieder die Fans komplett in die Halle zurück dürfen, weil das ist einfach, das macht den Sport auch aus. Einerseits das und dann natürlich auch, dass du gebührend verabschiedet wirst und das hoffentlich auch dann vor vollen Rängen machen wirst dürfen. Weil du aber das Fehlen der Emotionen angesprochen hast, trotzdem war der Fansupport in Wien in der Erste Bank Arena besser zu sehen, als das mancherorts anderswo der Fall war. Möchte da jetzt keine Arena besonders herausnehmen, aber wenn man sich dann die Playoff-Spiele in der Erste Bank Arena angesehen hat, wie die ganzen Transparente entlang der Bande, entlang des Glases gehangen sind mit teilweise sehr, sehr netten, sehr kuriosen, sehr wortgewandten Anfeuerungen, hat man das als Spieler auch wahrgenommen oder sind wir da wieder im Tunnel, es ist das Spiel, das gilt es jetzt zu absolvieren oder bist du dann doch mal an der einen oder anderen Fankreation vorbeigefahren, hast du gedacht, das ist eigentlich echt witzig? Ja, im Aufwärmen ist natürlich das ein oder andere Wort gefallen. Für spezielle Personen, wo es ein recht lustiges Transparent gegeben hat. Diejenigen hatten es halt nochmal spüren lassen, aber ja, in der Partie hat das keine Rolle mehr gespielt und natürlich haben unsere Fans mit den Plakaten noch voll was hergemacht, aber schlussendlich von dem, was wir leben, ist natürlich die Schlachtrufe und die sind in Wien einzigartig und das hat uns halt schon sehr gefällt. So strange, so komisch die Saison auch war, so erfreulich aus heimischer Sicht und da dann wiederum vor allem aus Wiener Sicht. Ab wann hat sich für dich vor der Spielzeit 2020, 2021 abgezeichnet? Hoppla, das sind eigentlich deutlich weniger Legionäre als sonst. Wahnsinn, da werden ja echt viele Wiener Cracks eingebaut. Gab es da so einen Punkt oder war auch das wiederum so ein schleichender Prozess?
Ich habe mir gedacht, dass der Verein performanceorientiert vielleicht handeln wird und noch den einen oder anderen zu holen. Es war deutlich weniger als was ich mir gedacht habe, weil wirklich unsere Jungen einen guten Job gemacht haben und sich die Eiszeit erarbeitet haben und verdient haben. Dementsprechend hat der Verein weniger handeln müssen. Und Leute haben wie ein Anteil haben sich auch Eiszeit mit Powerplay verdient. Und der ist natürlich dann bitter für uns in die Playoffs ausgeschieden, aber es ist halt einer von vielen. Und ich glaube, der Verein hat einen guten Weg gemacht über die letzten Jahre und für die Entwicklung der jungen Spieler. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren Früchte trägt. Jetzt ist es ja oft mit ganz viel Pathos belegt, dass der Kapitän die große Führungsfigur, junge Spieler ans Profi-Eishockey und ans richtige Performen heranführt und dergleichen. Ist wahrscheinlich aufgeladener, als es vielleicht ist, aber wie oft kam es vor, dass du da gerade einen jungen Crack dann auch in der Vorbereitung oder in der Saison mal zur Seite genommen hast, um ihm zu sagen oder zumindest Richtungen vorzugeben. Gab es das überhaupt oder hat sich die Mannschaft auch ohne das formieren können? Ist das hauptsächlich von Trainerseite ausgegangen? Ja, ich glaube, das war eine Kombination von beiden. Es waren erstens habe ich mal andere Spieler auch dabei gehabt, der Rafi Rotter, Ataloni, die schon auch den Jungen sagen, hey, da ist was zu machen. Die sind natürlich auch dabei gewesen. Der Trainer hat natürlich auch seinen Input gegeben, aber ich kann mich erinnern, ich war auch ein junger Spieler und habe auch von anderen Leuten profitiert, wie an Thomas Koch oder Matthias Stratnik, Daniel Welser, wie es alle heißen. Und jetzt sind die Leute halt in der Situation und die müssen halt auch verstehen, dass nur das, was ein Trainer sagt, oft nicht genug ist, sondern dass auch extra Schichten schoben können. Und das haben sie verinnerlicht über die Saison. Und ich hoffe, dass sie sich das beibehalten und wissen, worum es geht. Und sie nur so den nächsten Schritt machen können. Ich möchte dann auch noch zu deinem Weggefährten kommen und welche dir vielleicht auch Tipps gegeben haben. Aber gerade wenn wir bei dieser Wiener Mannschaft sind und du hast die eingeschworene Truppe angesprochen, wo liegt diese Mannschaft im Vergleich zu anderen Teams, deren Teil du warst? Oder was waren vielleicht die uniken Charakteristika dieser Truppe im vergangenen Jahr? Ich denke, wir haben nie aufgegeben. Wir waren öfters hinten, haben nie aufgegeben. Wir haben einfach während der Partie begriffen, dass wir oft mehr machen müssen, dass wir einfach nicht im Skill-Level für andere Mannschaften haben und taktisch vielleicht dadurch, dass wir so jung waren, auch mehrere Fehler gemacht haben, aber das eben mit unserer Kondition oft wegmachen können und auch in Richtung Ende vom Spiel, wo die anderen Mannschaften schon müder waren wie wir, waren wir noch topfit und haben uns oftmals noch zurückkämpfen können. Und ich glaube, das war so eine Sache für uns, dass wir gewusst haben, wenn wir noch 2 Tore hinten sind, ein paar Minuten vor Ende, dass wir trotzdem noch einen Push gehabt haben, durch die reingegangen ist. Und natürlich hat es nicht immer funktioniert, aber wir haben nicht viele Spiele deutlich verloren. Und es waren immer knappe Partien und wir haben immer die Chance gesehen und bis zum Schluss alles geben. Jetzt sind die Spuse Vienna Capitals eines der Vorzeigeteams in der Battle Home Eishockey League. Nicht erst seit dem Triple Sweep in den Playoffs, der zum letzten Meistertitel geführt hat, seither im Halbfinale Dauergast gewesen. Dann noch eine weitere Finalteilnahme, wo es auch mit ein paar anders gesprungenen Pucks hätte wahrscheinlich anders ausgehen können. Und jetzt kommt eine Offseason voller
Unsicherheit, nicht nur was die Pandemie anbelangt, die wird sich dann hoffentlich auch irgendwann mal verschüssen auf gut Deutsch, aber mit Tailoni, mit Ali Vukovic, mit Benjamin Isner, drei der Top-Offensivkräfte abgegangen, abgeworben worden, mit deinem Rücktritt, mit dem Fragezeichen, die vielleicht noch ein paar andere Personalien umgibt, nachdem man sich da in Wien selten vor Juni in die Karten blicken lässt. Wie wichtig wird diese Offseason für die Vienna Capitals werden? Oh, gute Frage. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr so einen Einblick. Ich habe natürlich haufenmäßig Freunde. Aber ja, das wird natürlich richtig schwer werden, vor allem die Österreicher zu ersetzen. Natürlich wird der Tailoni auch schwer, aber ich glaube, wenn man da im Scouting einen guten Job macht, findet man einen Ausländer ihn hoffentlich zu ersetzen, was eh schon schwierig genug ist, aber sicher leichtere Arbeit ist, als an Benny Nisner und an Ali Vukovic, weil da musst du mal Österreicher finden, die auch nur annähernd den Job machen können, die beiden gemacht haben. Das wird nahezu unmöglich. Bin sehr gespannt darauf, wie Franz Kaller und auch die anderen Capitals Management Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch Team Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen darauf reagieren werden. Dem es jetzt für dich in Richtung Karriereende gegangen ist und man ja dann auch so sagen, umwobenerweise oft sagt, das Erste, was man vermissen wird, ist die Kabine und die gute Stimmung bei den Jungs und dergleichen. Muss man natürlich auch nicht nehmen lassen, für dieses Gespräch den einen oder anderen Weggefährten ein klein wenig zu fragen, was Mario Fischer denn ausgemacht hat und auch für ein Typ war. Und einer ist dem Ganzen nachgekommen, hat eine Geschichte mitgebracht, die dich vielleicht einmal von einer anderen Seite zeigt. Das ist dein langjähriger Weggefährte Patrick Peter, der mir folgende Sprachnachricht übermittelt hat. Als langjähriger Freund und Mitspieler von Mario haben wir sehr, sehr viele schöne Momente erlebt, unzählige lachende Tränen vergossen in der Kabine und auch in den Busfahrten. Da wurde das ein oder andere Mal auch Fortnite gespielt. Natürlich wurden wir immer schlechter und nicht besser. Da freut man sich dann umso mehr, wenn man wieder mal einen Sieg oder einen außergewöhnlichen Schuss zusammenbekommt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist uns oft gelungen, sondern eher selten. Der Mario hat immer wieder ein kleines Kunststück zusammengebracht und dann ist er auf die Idee gekommen, er benennt seinen Namen um auf No-Scope Norbert. Das war in dem Moment ziemlich witzig. Und ich glaube, dass die Zuhörer das sicher nicht wissen. Und ich hoffe, ich konnte dem Mario einen kleinen Schmunzler entlocken und wünsche euch alles Gute. Eines vorweg an Patrick Peter adressiert. Ja, es konnte dir mehr als nur ein Schmunzeln entlocken. No-Scope Norbert offenbar noch in bester Erinnerung. Du musst es jetzt natürlich auch erklären für Leute, die vielleicht Fortnite nicht kennen und sich unter No-Scope Norbert noch nicht ganz so viel vorstellen können. Wie kam es dazu? Und warum sorgt das immer noch so für Belustigung bei dir? Naja, in der Kabine ist man dann in der Früh reinkommen und da hat es geheißen, guten Morgen Mario, sondern Servus No-Scope Norbert. Das war dann auch, um ehrlich zu sein, es war, jeder hat seinen blöden Namen überlegt. Wir haben eine kleine Gruppe gehabt mit dem Heinrich Dominik, mit dem Ballestrang und war lustig, haben sehr oft gespielt und in Wirklichkeit haben wir aber eher die Opferrolle gehabt als sonst. Aber es hat einen Spaß gemacht und es hat uns gedanklich woanders hingebracht, als über das Eishockey zu reden. Eine gute Abwechslung. Es war schon lustig, aber ja, wie gesagt, wirklich in der Opferrolle und wir haben uns da ja abschießen lassen und haben keine Leute abgeschossen. Das Gute ist auch
Diesbezüglich ist eine Offseason oder vielleicht ein Karriereende nicht so verkehrt. Du kannst jetzt deine Fortnite-Skills noch weiter stehlen. Vielleicht E-Sports-Profi eines der potenziellen Berufsziele oder ist da der Zug schon abgefahren? Also, alles, was mit der Konsole zu tun hat, habe ich immensen Spaß, aber habe ich eher Knoten in die Finger als sonst was. Und ja, nein, ich komme auch nicht wirklich zum Spielen. Ich glaube, ich habe vor 1,5 Monaten das letzte Mal gespielt. Also ich bin wirklich nur zum Spielen gekommen, wenn eben Familie nicht da war. Das heißt, 1, 2 Tage die Woche haben unsere Fixtermine gehabt und das war es auch schon wieder. Deswegen ist auch nicht besser worden, sondern eigentlich immer schlechter. Jetzt mal dieses Spielen an sich oder dieses Herumblödeln auch mit Teamgefährten, du hast es angesprochen, es war ganz gut, um mal vom Eishockey wegzukommen. Wie wichtig ist auch so ein Ausgleich zu haben innerhalb der Kabine? Du bist zwar immer noch in diesem, oder innerhalb der Mannschaft, du bist zwar immer noch in diesem Stadion-Setting, du bist immer noch im Kabinen-Setting, du bist immer noch im Mannschaftssetting, aber dann trotzdem ein wenig auszureißen. Wie wichtig war das für dich? Ja, für mich, ich glaube, über die Jahre auch eine relativ dicke Haut entwickelt. Ja. Ich habe früher in meinen jungen Jahren, in Zeiten von Salzburg unter Trainer Pierre Paché, das entwickeln müssen. Und ich habe mir da relativ leicht getan, dass ich da wegkomme mit den Gedanken. Und es war auch sehr wichtig, weil als jüngerer Bub eben, wie ich ins Ausland gegangen bin mit 15, ich bin zu Hause gekommen, habe ins Bett gelegt und vermisse die Gedanken nur so herumflogen über Eishockey, was ich besser machen muss, was ich halt wieder richtig schlecht gemacht habe. Und ja, das hat sich über die Jahre entwickelt und hat aber sicher nichts mit dem PlayStation-Spielen zu tun, sondern wir damals haben unseren Hund genommen und einen ziemlichen Unterbiss und wie ich dann zu Hause gekommen bin und vielleicht noch Gedanken vom Eishockey gehabt habe, habe mir der mit dem Unterbiss angeschaut und ich war schon wieder mit Gedanken wo ganz woanders und man nimmt wahr, dass es einfach wichtigere Sachen gibt, als pausenlos nur über das Eishockey nachzudenken und um sich fertig zu machen und ich glaube, das ist auch heute ein Riesenthema und eine Sache, wo sich viele Junge sehr schwer tun, dass sie einfach rauskommen und einmal was anderes machen, als vielleicht rauszukommen und dann die PlayStation einzuschalten und dort wieder Eishockey zu spielen, sondern ich habe das so gemacht, wir haben mit Benny Nissner und Hakel Dominik, wir sind am Golfplatz gegangen und wir haben die Zeit genossen und alles andere wie an Eishockey gedacht. Und war natürlich, ist auch sicher eine Sache, die immer in Zukunft sehr abgehen wird. Du hast es angesprochen, es ist manchmal ganz gut, eine Auszeit zu nehmen. Das machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit Teil 2 des großen Karriererückblicks mit Marco Fischer bei Hockey Clock mit Martin Pfanner. Hockey Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Casumo.com. Casumo, das ist Wetten leicht gemacht. Casumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Casumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 € Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Casumo.com, das ist Casumo.com. Casumo. Wetten leicht gemacht. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Mario Fischer. Und Mario, wir haben im ersten Teil schon sehr viel Aktuelles, auch zu deinem Rücktritt zur letzten Saison mit den Spuse Vienna Capitals besprochen, was an deiner Vita so außergewöhnlich ist oder auch außergewöhnlich war zur damaligen Zeit. Das Eishockeyspielen in Wien erlernt und dann aber für gleich mehrere Jahre in Finnland perfektioniert. Wie kam es zu diesem Schritt?
Mein großes Vorbild war immer der Oliver Sezinger. Und ich habe seine Wege. Und für mich war klar, ich muss ins Ausland, ich will unbedingt Profi werden. Habe das Glück gehabt, dass ich eben damals einen Trainer gehabt habe, der Kontakte nach Finnland hatte. Und der hat mir den Weg geebnet und hat mir Kontakte draufgelegt. Habe dann am See beim Turnier mit der finnischen Mannschaft mitspielen können und die haben dann gesagt, dass wenn ich Interesse habe, kann ich eben nach Finnland kommen und da habe ich nicht wirklich überlegen müssen, was mit meinen Eltern abklären, dass eben nach dem Jahr, nach meinem Pflichtschuljahr noch, dass ich dann nach Finnland gehen darf und oben die Schule noch weitermache. Und da bin ich Ihnen dankbar, weil wenn ich das nicht mache, glaube ich nicht, dass ich Profi gespielt hätte, um ehrlich zu sein. Aber wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja dann vielleicht auch etwas, das jungen, angehenden Profis oder vielleicht auch jungen Kindern, die genau dieselben Träume hegen wie du damals als Jugendlicher oder als Teenager. Wie muss man sich das vorstellen? Du wünschst dir diesen Wechsel, es kommt zustande und es sind dann die ersten Tage und Wochen in einem völlig fremden Land mit einer wahrscheinlich noch fremderen Sprache, nachdem Finnisch wahrscheinlich eine der komplizierteren in der europäischen Sprachenfamilie ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du dort angekommen? Eben der Kontakt von meinem Trainer war damals mit einem sehr guten Freund von ihm, der auch gleichzeitig als Agent tätig war. Ich zur damaligen Zeit natürlich gar keinen Agenten brauchte, aber der hat mir auf jeden Fall die Kontakte hergestellt und der hat sich um mich gekümmert, habe in meinem ersten Jahr bei einer Gastfamilie gewohnt. Und da war ich eben 15, im zweiten Jahr mit 16 habe ich dann eine WG mit einem zweiten Mitspieler gehabt. Ja, es war eine absolut prägende Zeit. Es war keine Zeit, dass ich irgendeinen Blödsinn mache, sondern es war Zeit zum Erwachsenwerden und sich um Essen, Wäsche waschen und Sonstiges zu kümmern. Und ich bin sowas von dankbar, dass ich die Erfahrung machen habe können. Und es war für mich ein Traum. Oben ist, es war immer nur Eishockey. Es war nichts anderes. Es war wie ein Traum für mich, oben im Norden. Und das war genau das, was ich mir als junger Bub wünschen habe, dass ich mich damals so gefühlt wie ein kleiner Eishockey-Profi, weil ich glaube, es war schon eine Eifersucht auch von vielen Gleichaltrigen da, die das natürlich auch gern gehabt hätten. Und da habe ich schon gewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann. Jetzt hast du die Off-Ice-Entwicklung angesprochen und das Positive quasi in puncto Selbstständigkeit erlernen. Was war für dich zur damaligen Zeit, und wir sprechen dann doch über mehrere Jahre, was war für dich gerade in Finnland rückblickend betrachtet, das, was du sagst, on-ice-technisch habe ich mich in diesem Bereich am meisten weiterentwickelt? Ist es das Gesamtpaket oder ist es ein spezifisches Skill? Naja, spezifischer Skill. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der mit den besten Händen, aber ich glaube, ich bin ein kompletterer Spieler geworden. Taktisch war sehr viel. Das Eishockey oben ist mir natürlich etwas entgegengekommen, weil es auch sehr, sehr körperlich war. Und ja, es war das Ähnlichste, was mir vom Spielstil. Na, das, ja, es ist. Das Gesamtpaket wahrscheinlich, ja. Es war genau so, wie eher den nordamerikanischen Stil gleich war und natürlich einige Skilleinheiten, die man in Österreich so nicht hat. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ich für Hände gehabt hätte, wenn ich die nicht gehabt hätte. Also, da hätte ich wahrscheinlich die Scheibe nur ins Eck hauen können und nachrateln können.
Weil du auch diese Ausbildung dort ansprichst und gerade der KAC, wo die Organisation ja auch einen stark finnisch-schwedischen Einschlag mittlerweile bekommen hat, was, und jetzt ist mir schon klar, wir sprechen von vor einem oder über einem Jahrzehnt deiner Zeit in Finnland, aber was kann sich Österreich von Finnland deiner Meinung nach abschauen, wenn es um die Spielerentwicklung geht? Schwer zu sagen. Es ist natürlich, wir haben in Finnland zweimal in der Woche Schultraining gehabt. Da sind wir um 6:30 am Eis gestanden. Und da war komplette Eislaufschule. Die erste halbe Stunde waren wir mit einer Eiskunstläuferin am Eis, mit einer Trainerin. Danach, wir hatten eigentlich nie Dormen am Eis. Die zweite halbe Stunde war halt nur Stocktechnik und auf jeden Fall in puncto Skill und relativ früh ist das schon gekommen, also nicht erst da, wo ich raufgekommen bin, sondern man hat auch die Jüngeren gesehen, die das schon machen. Und da ist natürlich nicht nur eine U14, U16, sondern da waren gleich mal mehrere Altersklassen zusammen. Und ja, da ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich glaube, die Koordination vielleicht mit den Schulen auch nach wie vor fehlt. Aber es ist natürlich bei unserer Randsportart und ich glaube, da ist noch in vielen Bereichen Aufholbedarf, nämlich auch im Off-Ice-Sektor, wo man eigentlich als Junge, die jungen Burschen eigentlich nur mit einer Holzstange viel Technik trainieren. Und bei uns in Österreich nach wie vor, wenn ich sehe, dass Kinder davor werden nur laufen geschickt oder und eigentlich relativ wenig an Technik gearbeitet wird und vielleicht einfach im Bereich Off-Ice auch sehr viel Nachholbedarf in Österreich ist. Das wäre auch meine Frage gewesen, was dir dann zum Beispiel in Österreich gefehlt hätte, aber das war eh schon mit Trainer, mit diesem sehr individualisierten oder anderen Training, bin mir sicher, dass sich das jetzt sicher noch weiter ausspezifiziert hat. Aber wenn du auch auf deine finnische Zeit in Rauma zurückblickst, wo du mehrheitlich für Lukko eben auch gespielt hast, wir haben über die positiven Dinge gesprochen, selbstständig werden, fast ein kleiner Eishockey-Profi schon zu sein oder sich zumindest so zu fühlen, auch dieses exzellente, individualisierte Training zu bekommen. Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt und vielleicht auch das für angehende Spielerinnen und Spieler, die gerne ins Ausland gehen würden. Was waren denn Entbehrungen? Gab es so Momente, wo du gedacht hast, zach? Naja, ich habe natürlich ja viel Kontakt mit Freunden gehabt, in Österreich damals war es noch über MSN und andere Internetplattformen. Ich glaube, du hast jetzt gerade versehentlich dein Alter verraten, ja. Aber das muss jetzt jeder selber googeln. Ja, es war, naja, Freunde sind halt damals viel fortgegangen, haben auch ein Hetz gehabt, aber meine Eltern haben natürlich auch immer gesagt, der meldet sich nicht, aber die haben halt auch wusst, wenn ich mich nicht melde, dann geht es mir gut und ich genieße die Zeit. Und wenn ich was braucht habe, dann war ich der erste Anruf zu meinen Eltern und ich habe die Zeit sehr genießen können. Und ich kann nicht großartig sagen, dass ich was wirklich Großes aufgeben haben müssen, weil eben die Vorteile so bewogen haben. Jetzt wirst du in Finnland ausgebildet aus dem Rohdiamanten, nennen wir es mal so, Marga Fischer wird ein Edelstein, der dann offenbar so blitzt und blinkt, dass Red Bull Salzburg auf ihn aufmerksam wird. Zu welchem Punkt war dir klar, es wird zurück nach Österreich gehen und ab welchem Punkt war auch diese Akte Red Bull Salzburg damals ja gerade das neue Powerhouse im österreichischen Eishockey? Wann war klar, dass das funktionieren könnte, Marco Fischer und Red Bull Salzburg, die gemeinsame Wege gehen? Naja, ich war
19 Jahre alt. Ich bin noch in der Zweitligamannschaft gekommen, wo ich eigentlich recht gut gespielt habe und ich eigentlich nur die Chance hatte, in den vorderen zwei, drei Linien zu spielen, weil relativ viele Verletzungen Anfang Saison waren. Und ich dann aber gleich mal in der vierten Linie war und als junger Spieler einfach viel zu wenig Eiszeit hatte, um mich weiterzuentwickeln. Und ja, dann wurde Kontakt mit Red Bull aufgenommen und das war halt auf jeden Fall die Organisation, wo ich mir gedacht habe, dort ist echt was am Entstehen und dort ist eine gute Basis da, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Diese sportliche Weiterentwicklung kam dann auch mit Höhen und Tiefen, möchte mich erst einmal auf eine Höhe konzentrieren. Kannst du dich noch an den 30. November 2008 erinnern? Und ja, das ist bald 13 Jahre her, aber vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Erinnerung an diesen Tag in deinem Kopf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man nur denken, vielleicht mein erstes Bundesliga-Tor. Ein Doppelpack sogar. Zweimal ins leere Tor eingekehrt gegen einen Klaus der Alpers, glaube ich. Ja, also, ich glaube, da hättest dich du auch hinstellen können. Na, Noch dazu mit einer anderen. unterschätzt meine Unfähigkeit nicht, bitte. Und das sogar mit der verkehrten Seite, also wirklich das leere Tor gehabt. Ja, war toller Moment für mich als junger Spieler. Die Tore weiß ich noch, wie es gefallen sind, aber ja, ich war jetzt nie wirklich der Topscorer, der jetzt gedacht hat, dass er pro Jahr 20 Tore schießt. Es war cool, seine ersten zwei Tore zu schießen, aber ich habe halt immer eine defensive Rolle gehabt und die war mir bewusst und die habe ich auch probiert, so gut als möglich umzusetzen. Und jetzt werden Tore im Eishockeyspiel ja gemeinhin, und da mache ich mich auch immer mitschuldig, sehr viel, wenn nicht sogar zu viel Bedeutung beigemessen. Du hast dich einerseits völlig richtig daran erinnert, es war Red Bull Salzburg gegen den HC Innsbruck am 30.11.2008. Du bist einer der ganz wenigen Spieler, dem beim ersten Torerfolg in der Liga auch gleich ein zweites gelungen ist. Es waren, um es vorwegzunehmen, dann auch die einzigen beiden Tore in dieser Saison. Aber hat es so ein Tor gebraucht oder hat es diese Tore gebraucht, um dir zu denken, jetzt bin ich angekommen? Oder war das ein anderer Moment, der vielleicht auch gar nicht in dieser Saison war, wo du gedacht hast, jetzt bin ich ein gestandener Bundesligaspieler? Ja, im ersten Moment denkst du das wahrscheinlich als junger Spieler, dass du sagst, boah, jetzt habe ich zwei Tore geschossen, jetzt muss mich der Trainer spielen lassen. Aber in der Saison war das einfach so, da haben wir ein System gehabt, von dem ich damals überhaupt noch nichts gehabt habe und wo mir dann bewusst war, dass ich eigentlich taktisch vielleicht dann doch noch nicht auf dem Niveau bin, wo ich mir gedacht habe zu sein. Ich glaube, in der Saison war ich noch kein gestandener Bundesligaspieler. Also das war sicher erst über die nächste Saison hinaus und wo ich auch noch eine defensivere Rolle eingenommen habe und mein erster Verteidigungspartner dann in Wien der Dieter Kalt war. Sehr kuriose Sache natürlich auch, aber das wäre halt auch nicht vergessen, dass auch eines meiner Idole in der Jugend mein erster Verteidigungspartner dann war. Sprichst du schon ein wenig was an, worauf es dann auch gerade die ersten Jahre in deiner Karriere hinauslief oder was das sehr spannend war, würde jetzt mal meinen, nämlich die Trainerpersonale bei Red Bull Salzburg. Bei Pierre Paget scheiden sich viele Geister, hat auch viele Karrieren im Positiven wie im Negativen, muss man auch dazu sagen, nachhaltig beeinflusst. Wie war dein erster Kontakt mit Pierre Paget, kannst du dich noch an den erinnern? Um ehrlich zu sagen, sehr positiv. Sehr positiv. Es war halt, er war halt, um sozusagen in der Halle
war ein anderer Typ, wie sobald du vor die Eishalle gegangen bist. Also in der Halle war jetzt kein Fan von ihm. Vor der Halle hast du mit ihm über alles Mögliche reden können. Aber in der Halle schwierige Person. Aber der mich auf jeden Fall trotzdem geprägt hat, weil taktisch für mich auch einiges im Neuland war zuerst. Und meine Haut ist auf jeden Fall dick geworden durch ihn. Und ich habe mir nicht alles so zu Herzen genommen. Aber ja, jetzt ich auch irgendwie froh war, dass ich den Trainer dann hinter mir habe lassen können und dann nach 2,5 Jahren nach Wien gegangen bin. Dieses dicker werden der Haut, das ist zumindest, wenn man mit ein paar Leuten spricht, durchaus offenes Geheimnis, dass du sicher nicht die leichteste Zeit unter Pierre Paget hattest, dass da auch so Dinge mit dabei sind, die auch für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind, warum du zum Beispiel beim Playoff-Run dann deiner letzten Salzburg-Saison überhaupt nicht mehr mit überhaupt Spielzeit oder Spielen bedacht worden bist. Gab es so einen Einzelfall, wo du dann auch gedacht hast, oder was eine Serie an Ereignissen, wo du gedacht hast, Salzburg und meine Wenigkeit unter Pierre Paget, das wird nicht mehr lange gut gehen? Ja, es hat eine Geschichte gegeben, die kann ich unmöglich da erzählen. Das kann ich da mal privat erzählen, aber ja, das war halt so eine Sache, die ist für mich gar nicht gegangen und ich war damals halt sehr perplex und wusste als junger Spieler nicht wirklich, wie ich darauf antworten soll und habe das dann auch so stehen lassen nach diesem kurzen Meeting und das war dann, also spielerisch hat sich dann, es war natürlich auch eine ziemliche Dichte in Salzburg da, vor allem bei jungen Spielern mit der Zweitligamannschaft und viele Burschen haben extrem hart gearbeitet und es hätten sich wahrscheinlich noch einige mehr auch eine Chance in der Bundesliga verdient gehabt, wenn man sieht, ich glaube, gefühlt waren das, glaube ich, 40 verschiedene Spieler, was in einem Jahr Einsatzzeiten in der Bundesliga hatten. Also es war auf jeden Fall Spielermaterial da. Und sicher auch mit meiner fehlenden Erfahrung hat das sicher auch zu tun gehabt, dass ich nicht die gewünschten Eiszeiten bekommen habe. Es geht für dich zurück nach Wien, nach 6 Jahren, nachdem du dein quasi Ligadebüt im österreichischen Profi-Eishockey gegeben hast, läufst du wieder für eine Wiener Mannschaft auf. Einerseits, wie ist es dazu gekommen, dass du zurück nach Wien gehen konntest? Und andererseits, wie war es, als Wiener in Wien, für Wien, wieder auflaufen zu dürfen? Ja, ich war lange Zeit weg von Wien, also das war natürlich unglaublich. Als kleiner Bub habe ich in der Halle oben bei dem damals noch WVC Wien zugeschaut. Ich kann mich erinnern, Martin Ulrich immer aufgeschaut zu solchen Spielern und das war früh schon klar, dass die Halle sein muss, wo ich auch einmal spiele und es war natürlich dadurch, dass ich so lange weg war, auch mal wieder bei der Familie zu sein und meine Frau war damals in Wien, hat in Wien studiert und es war damals auch eine Fernbeziehung. Das waren einige Faktoren und ja, es war aber ein Traum, in der Heimat zu spielen und ich hätte mir nicht erträumen können, dass es so lang, 10 Jahre, glaube ich, sein wird. Ja, hat mich mit Stolz erfüllt und war eine richtig schöne Zeit. Jetzt kurioserweise in derselben Offseason
einen deiner Salzburger Weggefährten auch nach Wien verschlagen, nämlich Reini Divis. Wie war das so? Und ich meine, der war damals dann auch schon im Herbst seiner Karriere und ich glaube sogar, es war dann auch seine letzte Saison als Profi. Wie war das dann aber trotzdem, den, ich nenne ihn jetzt mal Kabinenpapa, Reini Divis, dann auch auf einmal in Wien mit drinnen sitzen zu haben? Ja, meine Anfangszeit muss ich ein bisschen zurückgehen. In Salzburg hat mir der Dago zum Fischen mal mitgenommen. Der Diva war natürlich auch ein sehr guter Freund von ihm und da habe ich schon ein bisschen längeren Kontakt auch mit ihm gehabt. In Wirklichkeit glaube ich, er wollte das in Wien unterschreiben, weil er hat irgendwen braucht, dass er einen Gratis-Friseur hat und ihm die Glatze immer rasiert. Aber ja, der Diva war auf jeden Fall eine Person, an der ich mich orientieren habe können, sehr professionell und der schon viel gesehen hat in seiner Eishockey-Karriere und damals für mich, wie du gesagt hast, eigentlich auch so wie eine Papa-Figur gehabt hat, weil er ist einem immer mit Rat zur Seite gestanden. Wenn du die Entwicklung des Wiener Eishockeys, seit du wieder angedockt hast, und es waren 10 Jahre deines Schaffens jetzt auch wieder in der Hauptstadt, wenn du das ein wenig Revue passieren lässt, wie würdest du den Weg, den die letztlich dann Spuse Vienna Capitals genommen haben, beschreiben? Gute Frage. Ich glaube jetzt wirklich von meinem ersten Jahr zu meinem letzten Jahr, die größten Unterschiede waren einfach die Ausbildung von jungen Spielern. Damals hat man noch, es war auch vielleicht die Unterschiede sehr groß von einem Nachwuchs in die Bundesliga und da hat wahrscheinlich auch das Eishockey in Österreich hat sich weiterentwickelt mit zweiter Liga, die immer besser geworden ist, meiner Meinung nach. Und hat man einfach Spieler Zeit geben können und langsam an die Bundesliga heranführen können. Und eben mit Abgängen, wie ich vorher schon gesagt habe, Benny Niesner, Ali Vukovic. Natürlich wird es nicht nächstes Jahr einer stehen und an Benny Niesner oder an Ali seinen Job übernehmen. Aber wenn man Zeit gibt und die Spieler die nächsten Schritte machen können, steht dem nichts im Wege, dass die nächsten Jungen nachrücken und hoffentlich so gut wie die beiden werden. Die natürlich auch noch in Salzburg, sie sind beide noch relativ jung und die haben noch extremes Potenzial, sich zu entwickeln, auch in Salzburg natürlich. Und denen kann man nur das Beste wünschen. Ich springe jetzt thematisch ein wenig hin und her, aber weil du diese Ausbildung der Jungen angesprochen hast, die in Wien über die Jahre, über das Jahrzehnt, dass du dort warst, auch so viel besser geworden ist. Es gab ja dann ein paar Jahre die Silver Capitals, die sind vergangenes Jahr in der Alps Hockey League ruhend gestellt worden und jetzt wieder zurück in einer Kooperation mit dem Moser Medical Graz 99ers für das kommende Jahr in der Alps Hockey League. War das... Oder wie wichtig war das, ein Farmteam zu haben, auch für die Jungen, die jetzt in der vergangenen Saison in der Kampfmannschaft so aufblühen konnten? Ja, wie gesagt, ich glaube, das war ein Punkt dazu. Und die Sache ist natürlich letztes Jahr aufgrund von Corona, dass dieses Alps League oder Moll, ja, wie man es auch nennen will, ausgefallen ist. Hat natürlich dazu beigetragen, dass die anstatt in der zweiten Liga, ich glaube, meine Meinung, ich weiß es nicht, wie es abgesprochen war, aber ich glaube schon, dass einige Spieler natürlich oder wahrscheinlich die Chance nicht gehabt hätten, Bundesliga zu spielen und man vielleicht dann den ein oder anderen Ausländer mehr geholt hätte. Natürlich ist er wäre die finanzielle Lage auch anders gewesen ohne Corona. Und dann ist die Frage, ob ein junger Spieler wie ein Adner, Antal, Beef, ob die ihren Platz in der Bundesliga gehabt hätten oder ob die weiter in der Alps gespielt hätten und dann wieder Ausländer da gewesen wäre.
Ich glaube schon, dass sie Zeiten gehabt hätten, aber sie hätten sicher nicht die Zeiten, die Eiszeiten gehabt, die sie jetzt wirklich am Ende des Jahres gehabt haben. Ich höre und verspreche das auch auf, damit dich zu quälen, dich an bestimmte spezifische Daten zu erinnern. Aber eines habe ich noch, wo ich sehr interessiert daran bin, ob dich noch daran erinnern kannst, nämlich was sich am 11. September 2011 ereignet hat. Keine Ahnung. Wenn ich Keine da auf Ahnung. die Sprünge helfe, dass es dein allererstes Heimspiel für die Vienna Capitals war und es zufälligerweise just dort mit einem Torerfolg geklappt hat gegen die damals Lee West Black Wings Linz. Kannst du dich noch daran erinnern? Boah. Ich glaube, das Tor kann ich mir erinnern. So viele habe ich nicht geschossen, aber dass das eines meiner ersten war, das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, rechte Seite bin ich runtergefahren. Aus kurzer Eckschuss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da stark war und dann in der nächsten, einer der nächsten Spiele, in der Gegnermannschaft gestanden ist und hat gesagt, du, kurzes schießt halt nicht, das habe ich gesehen letztens. Das kann ich mir auf jeden Fall erinnern. Na, es waren, wie gesagt, es war immer Traum, für unsere Fans in der Halle zu spielen. Es war speziell bei unseren Fans. Es war immer eine super Stimmung in der Halle und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr vermissen werde. Weil du das auch angesprochen hast und da muss man für die Wiener Fans auch eine massive Lanze brechen. Die Stimmung war schon immer gut, aber ist über die Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich nur noch besser geworden. Wenn man dann zu Hause ein Tor schießt und die Tribünen hinter den Toren jeweils eruptieren, genießt man das als Spieler noch viel mehr? Fährt man da auch vielleicht bewusst in Richtung Fans? Oder geht eher so schnell bis zum nächsten Face-Off, dass man tunlichst in Richtung Bank geht oder gleich wieder Aufstellung nimmt? Ja, auf der einen Seite, glaube ich, bin ich recht bodenständig, auf der anderen Seite schieße ich nicht allzu oft das Tor und habe mich dann aus der Emotion heraus schon eher zu den Fans ziehen lassen und habe mal ein paar Sekunden im Eck dort feiern, mir das feiern lassen wahrscheinlich und ja, passiert halt nicht so oft bei mir oder ist nicht so oft passiert und deswegen, ja. Ein wenig ein Understatement. Jetzt gebietet sie eigentlich die Etikette, dich Heimscheißer unter den Torschützen zu nennen. Aber irgendwie ist es schon ein auffallendes, in Anführungszeichen, Heimscheißer-Syndrom, dass du von deinen 43 Karrieretoren 32 und 75% ist dann doch sehr, sehr signifikant zu Hause erzielt hast. Gibt's irgendeine Erklärung dafür, außer dass du dich zu Hause vielleicht ein bisschen wohler gefühlt hast, oder ist das wie so oft eine statistische Spielerei? Boah, das habe ich, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht einmal gewusst. Im Nachhinein umso schöner, dass ich mehr mit den Fans jubeln habe können als mit denen von der Auswärtsmannschaft. Nein, ich habe es nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Dieses Jubeln, das du angesprochen hast, nach individuellen Torerfolgen, auch was Teamerfolge anbelangt, dass du natürlich einiges am Kerbholz stehen warst. Insgesamt Teil von drei Meistermannschaften, aber wirklich dann auch öfter als nicht mit dabei sein, vor allem in den Finalserien, war dir leider nicht vergönnt, wenn meine Aufzeichnungen stimmen. Dann hast du, glaube nur 5 von 17 möglichen Finalspielen absolviert. Wie blickst du im Nachhinein darauf zurück, quasi einerseits Teil von Meistermannschaften gewesen zu sein, aber justament zur wichtigsten Zeit des Jahres der Mannschaft nicht helfen zu können? Ja, bitte. In Salzburg Verletzung mit den Bandscheiben zum Tun gehabt, relativ jung noch. Und im Meisterjahr in Wien habe ich meinen Adduktor gerissen. Da war für mich dann eigentlich klar, wenn wir im Meisterpokal stemmen, muss ich die Krücken los sein und das war so mein Push dann noch. Ich habe natürlich die Burschen probiert zu unterstützen, aber es war natürlich eine bittere Zeit, dass man
zur wichtigsten Zeit, wie du schon angesprochen hast, oftmals nicht dabei sein hat können. Und nichtsdestotrotz wird dein Fußabdruck, den du hinterlässt im Wiener Eishockey, ein großer sein, nur wenn man die Spielanzahl betrachtet, die du für Wien in diesen 10 Jahren oder in diesen 10 Saisonen abgerufen hast. 538 sind es am Ende Platz 3 nach den Wiener Allzeitgrößen Philakos und Raphael Rotter. Wenn du dir jetzt diese Zahl vergegenwärtigst, über 500 Mal als Spieler der Vienna Capitals vor den Fans aufgelaufen zu sein, wie viel bedeutet dir das dann auch mit ein wenig Abstand? Oder hast du dir noch gar nicht Gedanken machen können über die schiere Größe deiner, ich nenne es jetzt mal, Schaffensperiode? Ja, oh. Es sind natürlich einige Spiele, aber auf der anderen Seite könnte ich es auch genauso sehen, dass ich sage, körperlich und fühle ich mich eigentlich so, ich fühle mich nicht, als wäre ich 32 und ich könnte eigentlich noch wahrscheinlich, weiß nicht, gefühlte 10 Jahre spielen, aber es ist eine nette Zahl. Es war eine tolle Zeit. Und bin mir sicher, dass da einige Spieler nachrücken, die noch einige Spiele mehr wie ich am Buckel haben dann. Zwei Fragen habe ich noch zu deiner Wien-Zeit und zu deiner Karrierenzeit. Die werde ich dann aber etwas nachlagern, was mich erreicht hat, was ich sehr, sehr unterhaltsam gefunden habe, nämlich eine weitere Geschichte, die mir geschickt worden ist, weil du eben 500 oder über 500 Spiele lang Teil der Vienna Capitals warst, hat sich dort dann natürlich nicht nur dort eine Freundschaft herausgebildet, sondern auch eine, die über möglicherweise kuriose Geschichten beim Nationalteam entstanden ist. Ein langjähriger Weggefährte, Dominik Hackl, hat mir folgende Geschichte zukommen lassen. Servus Martin, servus Mario. Ja, und zwar hätte ich eine witzige Geschichte, wo man damals, ich glaube vor 7 oder 8 Jahren, also in meinem ersten Profijahr, waren wir beim Nationalteam auf einem Camp und wir zwei waren eben Zimmerkollegen. Wir kannten uns schon von den Camps, aber jetzt nicht, dass wir so Buddies waren, wie wir es halt jetzt sind. Und ja, du hast dann entschieden, dass wir uns einen Film anschauen, und zwar 300 heißt der Film, glaube ich. Und ich wusste sofort, okay, der Film ist jetzt nicht wirklich was mich interessiert, aber ich war halt zurückhaltend, deswegen habe ich nichts gesagt. Passt, wir starten den Film. Es war sicher schon 1:30 in der Früh und ich war dementsprechend müde, aber konnte nicht schlafen, weil der Fernseher gelaufen ist. Der Marius auf der rechten Seite gelegen, ein bisschen mit dem Kopf in der Hand drinnen, also so, dass er gemütlich schauen kann, würde ich mal sagen. Und ich lasse den Film über mich ergehen, 1,5 Stunden, kann nicht einschlafen, der Film interessiert mich überhaupt nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt traue ich mich mal, dass ich ihn frage, ob wir einen Film abdrehen können. Frage ihn eben und es kommt keine Reaktion. Und dann haben wir gedacht, okay, also der ist wirklich in der Zone bei dem Film, der Film dürfte ihm wirklich taugen. Passt. Nochmal, glaube ich, 10 Minuten später frage ich ihn nochmal. Ich so, du Mario, wie schaut es echt aus? Können wir jetzt echt den Film abdrehen? Kommt wieder keine Reaktion. Gehe ich rüber zu ihm, sehe, passt. Komplett eingeschlafen, genau in der gleichen Position gelegen, wie wir angefangen haben im Film. Und ja, und am nächsten Tag daneben, ich war komplett fertig, komplett müde, nichts geschlafen. Der Mario voll ausgeschlafen und ich frage ihn, du, wie viel hast du eigentlich vom Film gesehen? Also wann bist du eingeschlafen? Sagt er. Ich glaube, ich habe nicht einmal 3 Minuten vom Film erwischt. Und ja, und das ist immer noch ein guter Lacher bei uns, wenn wir uns dran zurückerinnern. Und ja, ist einfach ein Running Gag bei uns. Du hast keine Naja, 3 Sekunden nach. Bitte. dazu muss ich sagen, 300 habe ich noch nie gesehen, aber der Bursch hat noch nie in seinem Leben Gladiator oder Troja gesehen gehabt. Und das war für mich so, das ist ein bisschen wie ein Verbrechen gewesen. Man dachte, Dominik, heute ist soweit. Gladiator oder Troja haben wir uns damals angeschaut. Und ich war eigentlich recht müde und immer leichter dann mit
ganz einzuschlafen. Damals haben wir so einen PlayStation-Koffer mitgehabt und haben wir eben einen Film eingeschalten. Ja, jetzt geholfen, ich bin gleich mal weg gewesen und der Dominik, ja, muss ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es hat ihm dann doch recht gut gefallen, weil er hat halt wirklich die 1,5 Stunden dann einen Film fertig geschaut und ich habe mich schon 6, 7 Mal gesehen gehabt und man dachte, weißt du, was er wie ausgeht und ich hau ihn mal hin. Na, aber ja, er war halt ein geschreckter Bub damals noch und hat es wie gesagt, hat sich es ergehen lassen und ist erfahrungreicher. Ich meine, den Film muss man gesehen haben und jetzt kennt er. Du hast nach 3 Sekunden schon gesagt, ich weiß genau, welche Geschichte kommt. Und es ist ja dann auch über die Jahre immer wieder zu sehen gewesen und auch zu hören gewesen, wie eng auch die Freundschaft geworden ist. Dominik Hackl hat es angesprochen, bei diesem ersten oder einem der ersten Nationalteam-Camps wart ihr noch nicht diese Buddies, die ihr jetzt seid. Ihr habt das Gespräch auch schon anderen Retirees, anderen zurückgetretenen oder diese Frage schon anderen Zurückgetretenen gestellt, nämlich wie viele echte Freundschaften bleiben nach so einer Eishockey-Karriere? Sind das 3, 5, 15? Wie muss man sich das vorstellen? Boah, wird schwierig. Ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre herausstellen, aber ja, vom Gefühl her ist auf jeden Fall eben schon Patrick Peter, Dominik Hackl, Benny Niesner, mit einem Rafi Rotter habe ich mein ganzes Leben zum Tun gehabt, mit dem habe ich zusammengespielt, schon Nachwuchs. Genauso wie der Starke, also da werden sicher die Kontakte nicht abreißen. Ich habe mit Andi Nödel nach wie vor Kontakt, aber es geht auf jeden Fall, also es sind keine 20, das auf keinen Fall, also wirkliche Freundschaften, sage ich mal so, bei die 5, 6, also mehr glaube ich nicht. Und das wird sich natürlich in den nächsten Jahren weisen, wie sehr kann man wirklich Kontakt halten. Und schlussendlich ist halt auch noch so, wenn man von jedem das Leben, ob jetzt Kinder oder nicht, sind natürlich dann auch da und es bleibt natürlich weniger Zeit für andere Sachen. Ich habe noch ein paar Fragen zum Ausklang dieses Gesprächs. Wenn die Aufzeichnungen meinerseits stimmen, dann müsstest du vor der Saison 2018, 2019 vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult werden. Also eigentlich sehr spät, wenn man sich andere Spieler ansieht, bei denen das auch während deren Karriere passiert ist. Wie kam es dazu und ging das von dir aus oder wurde das an dich herangetragen? Meine Ausbildung war eigentlich so, dass ich schon im Nachwuchs in meinen Wiener Zeiten Verteidiger gespielt habe. Damals auch eine Schulmannschaft habe ich Verteidiger gespielt. Wenn es eng geworden ist, habe ich Stürmer gespielt. Aber eigentlich Großteil meiner Ausbildung war schon als Verteidiger in Finnland, war es genau das Gleiche. Habe ich auch beides gespielt. Habe ich als Ich glaube, damals in der U18 in Finnland, wenn wir da vorne waren oder so, und hat mir der Trainer dann in die Defensive da. Ja, und über die Jahre auch unter Pierre Bachet habe ich dann öfter mal Verteidiger gespielt. Ich kann mich immer an Linz spiele oder eben mein erster Verteidigungspartner, mit Dieter Kalter. Ja, es war eigentlich jedes Jahr habe ich auch einige Spiele Verteidiger gespielt und dann so richtig hervorkommen ist unter Sergio Beidern. Da habe ich dann, glaube ich, Hälfte meiner Saison Verteidiger gespielt. Und ja, ich glaube, unter Dave Cameron, glaube ich, war ich nur in der Vorbereitung. Wenn mich nicht alles täuscht, ein paar Spiele stürmen und dann war schon klar, dass er mich in der Verteidigung gern hätte. Und ich war eigentlich nie ein Freund vom
Verteidiger spielen, weil natürlich wollte ich auch Tore schießen, was, glaube ich, jedem am meisten Spaß macht, aber ich war halt auch immer so ehrlich zu mir selber und habe gewusst, was meine Fähigkeiten sind und dass ich nicht der Spieler sein werde, der das die Game-Winning-Tore schießt, oder sondern eher für die defensiven Aufgaben da sind, und die habe ich auch als Stürmer gemacht. Also man kann es anhand meiner Statistik wahrscheinlich ablesen, dass ich eher der gewesen bin, der Unterzahl gespielt hat, der Schüsse blockt hat und der immer bei den Bullies im eigenen Drittel am Eis war. Und ja, das habe ich mit Stolz gemacht, und ich glaube, wenn man so ehrlich zu sich selbst ist, kann man heutzutage in Österreich auch eine Karriere haben, was nicht selbstverständlich ist, weil die Vereine in Österreich schon noch sehr anhand von Statistik einkaufen. Und ja, da bin ich schon dankbar, dass das auch ja, gewürdigt worden ist. Es kommt, wie es kommen muss, wenn jemand lange Leistungsträger ist und aber auch lange Führungsfigur und dann auch ja, Wiener Eishockey-Größen wie Andreas Nödl vorher mit dem C auf der Brust ihren Rücktritt erklären, dann muss das C wandern. Wie ging's dir, beziehungsweise wie kam es überhaupt dazu, dass du zum Mannschaftskapitän bestimmt worden ist? Wurde das über deinen Kopf hinweg bestimmt? War das Mannschaftsvotum oder hast du gesagt, als man sich freiwillig melden durfte, hier ich? Naja, in Andi's Abschied war zu Saisonende klar damals, und dann ist schon Micha angetreten worden, und ob man das vorstellen kann. Da ist es natürlich mit Stolz erfüllt, und war für mich eine Ehre, dass ich überhaupt zur Auswahl hinzugezogen werde. Und ich war halt ja, vielleicht war es am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich sicher nicht der Typ bin, der in der Kabine aufsteht und Boots haut nach jedem Drittel, sondern eher, wenn mir was nicht passt, dass ich mal aufstehe, und mir wurde aber immer gesagt, ich soll mich nicht verändern, sondern ich soll gleich bleiben. Die Leute wissen, dass wenn ich was sage, dass dann wichtig ist, und ich glaube, für die anderen Aufgaben habe ich eben auch super Typen, gute Mitspieler gehabt, und die auch mal den Mund aufgemacht haben, und die haben es mir auch natürlich in der Kabine viel leichter gemacht, also Raffi, wie sie alle heißen, es war eine gute Leadership-Gruppe, guter Chor dabei, und jeder hat einen Anspruch gehabt, und jeder ist aufgestanden, wenn was nicht passt hat. Und das hat mir die Situation dann auch einiges erleichtert. Jetzt prangt die letzten 2 Jahre für dich bei den Spusse Werner Capitals das C vorne drauf und die 50 hinten drauf. Und ich frage Eishockeyspieler und Spielerinnen viel zu selten, wie es zur Rückennummerwahl kam. Einige sind völlig klar, weil es auch historisch natürlich ein Vorbild gibt. Warum hast du dich letztlich seit deiner Karriere oder über weiteste Strecken für die 50 entschieden? Ja, eigentlich war das ein Zufall. Ich bin damals von Rauma nach Savonlinna gewechselt, und ich war zu der Zeit, wo sie die Rücknummer bestimmen haben müssen, war ich in Wien und habe mir im Sommer fit gehalten, Conditioning gearbeitet, und die Manager dürfte mich nicht erreicht haben, und hat zu dem Zeitpunkt gerade seinen 50er gefeiert und hat gedacht, ja, ich gehe meinen 50er. Das ist auch eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter, warum ich die 50 gespielt habe. Und ja, mir hat's gefallen, und man dachte, wo es geht, weiß man behalten, aber sonst ist eigentlich nichts hinter der Nummer. Und genau diese Geschichte gibt es normalerweise nicht zu hören, sondern nur in einem Format mit hoffentlich auch diesem Tiefgang wie hier. Jetzt hast du diese lange, erfolgreiche Karriere hinter dir und wir sind wirklich am absoluten Ende angelangt. Gibt's, wenn du auf dein Eishockey-Schaffen zurückblickst,
irgendetwas, das du bereust oder wo du jungen Cracks jetzt sagen würdest, das hätte ich anders gemacht, pass auch du darauf auf? Nein, also mir fällt nichts ein, also wird es nichts Gravierendes sein. Also, nein, ich glaube, was ich Jungen auf jeden Fall jedes Mal mitgeben habe und auch ist einfach die Einstellung zum Sport. Wie wichtig nicht nur, dass das am Eis ist, sondern auch abseits vom Eis, sich professionell zu verhalten und als Profi, ob es jetzt Ernährung oder sonst irgendwas ist. Und auch in Richtung Off-Eis immer extra Schichten zu schieben. Das ist auf jeden Fall was, das habe ich immer gemacht und ich sonst hätte ich es nicht so weit geschafft, weil ich sage mal so, der beste Spieler war ich nie, aber ich habe gewusst, wie ich der Mannschaft helfen kann. Habe sicher einiges mit meiner Einstellung wegmachen können, wo ich eben hinterherkämpfen. Jetzt blickst du auf 677 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse zurück. Das ist ein Fabelwert, der natürlich nicht viele erreichen oder erreichen werden. Gibt es bei all diesen Spielen ein Highlight, an das du dich immer gerne zurückerinnern wirst, oder ist es die Summe an Erinnerungen, die es für dich dann auch ausmacht oder ausgemacht hat, mit der Karriere abschließen zu können? Oh, es ist also ein bestimmtes Spiel, nein. Momente mit der Mannschaft auf jeden Fall, ob es jetzt war der Meistertitel, ob es war die Champions Hockey League, wo wir gegen die Deutschen gespielt haben zu Hause, was eine unglaubliche Atmosphäre war, wo wir gewonnen haben. Es waren viele tolle Momente. Aber einen bestimmten, für das waren es schlussendlich dann doch zu viele Spiele. Einfach die Erfolge, die man als Mannschaft gefeiert hat, wo man vielleicht auch Underdog war gegen ganz große Mannschaften Europas. Und das sind auch die Spiele gewesen, die als Mannschaft zusammengeschweißt haben und dir klar gemacht haben, vielleicht ist dieses Jahr mehr drin, als was du eigentlich gedacht hast. Ja. Es ist zu viel, dass ich sage, es ist ein Spiel, sondern es waren richtig viele Spiele, es waren richtig viele schöne Momente. Und ich glaube, genau dieses Schlusswort kann nicht besser gewählt sein. Ich möchte mich bei dir außerordentlich bedanken für all das, was du fürs österreichische Eishockey getan hast, im Speziellen fürs Wiener Eishockey. Wünsche dir in der Karriere, nach der Karriere alles Gute, aber erst einmal viel Zeit mit der Familie und bedanke mich auch noch einmal bei meinen oder den beiden Wortspendern Dominik Hackl, Patrick Peter und vor allem bei dir, dass du über 90 Minuten Zeit für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Das war Mario Fischer und das war die vorletzte Folge von Hockey O'Clock in dieser Staffel. Aber zum Saisonabschluss oder Season Ending Podcast gibt's nochmal eine ganz große Personalie kommende Woche. Niemand geringerer als der österreichische Jahrhunderttorhüter Reinhard Diewis. Bis nächste Woche. Gerne mehr davon.